Folge von Monkey Island. Mann im Körper einer Frau. Ja, uns hat es zu Voodoo Lady verschlagen. Das heißt, das letzte Mal haben wir durch einen Trick, ja, oder durch einen Voodoo-Zauber es geschafft, die Seele von Guybrush in den Körper von der Voodoo Lady zu transportieren. Fällt jetzt kein treffenderes Wort dafür ein. Guybrush ist in der Voodoo Lady drinne. Und ich meine seinen Geist. Und wir müssen nämlich immer noch lernen, Walisch zu sprechen. Nein, also Seekubisch. Das heißt, damit wir halt die Seeku verstehen und den dann zu unseren Nutzen ziehen können. So, ich finde das hochinteressant, wie er an der Voodoo Lady die ganze Zeit rumspielt. Er ist an den Ohrringen. Oh, habe ich schöne Ohrringe. Und hier, oh ja, die Hände. Oh ja, und oh, da wackelt ja was. Mhm, ja, er scheint sehr glücklich damit irgendwie zu sein. Und spielt da irgendwie so ein bisschen an sich rum. Na los. Das ist eigentlich ganz süß gemacht, wie er da so... Und hier. Ja, ordentlich was dran, ne? Zum Kuscheln. Gut, wir gucken uns erstmal alles an. Kristallkugel. Der legendäre Briefbeschwerer von Yemala. Er kann Papier festhalten wie kein anderer. Natürlich, dafür ist die Kristallkugel bestimmt gemacht. Schädel. Es ist cool, hinter dem riesigen Schädel zu sitzen, als wäre ich der Mann. Ich meine die Frau. Ich meine der Mann, der im Körper einer Frau gefangen ist. Du weißt, was ich meine. Wir wissen, was du meinst. Alles gut. Papageienstange. Dort traf ich meinen alten Pyrit-Kumpel zum ersten Mal. Ach ja, und es entstand eine innige Freundschaft und unser Pyritvogel hat sich trotzdem, was er alles für uns geleistet hat, trotzdem doch irgendwie ab... Also der ist uns irgendwie abhanden gekommen. Handcreme? Wenn man den ganzen Tag mit Tarotkarten umgeht, ist es wichtig, sich einzucremen. Genau, die Hände dürfen ja nicht porös und rissig sein. Darauf geben wir Frauen ja immer besonders viel Acht. Deswegen haben wir bei uns auch immer 5 verschiedene Handcremes. Am besten die dann gut riechen und eigentlich ist dann Duftstoff drin, aber ist ja völlig egal. Trotzdem haben wir dann eine Handcreme in unserer Handtasche, eine Handcreme dann noch zu Hause, eine Handcreme auf der Arbeit und für die Leute, die dann halt noch zur Schule gehen, entsprechend im Rucksack natürlich dabei oder vielleicht auch in der Schule immer griffbereit, muss natürlich überall eine Handcreme stehen. Nur bei mir ist es nicht so. Ich pfeife drauf. Eine Auswahl an Voodoo-Bänden, allerdings nichts über die Sprache der Seekühe. Hätte ich mir auch nicht gedacht, dass das drinne steht. Was haben wir noch? Schrumpfköpfe? Es ist, als säße man unter einem Mistelzweig. Bis auf die gelegentlichen Tropfen des Schrumpfkopfsafts. Schön. Voodoo-Matte gucken wir uns gleich an. Voodoo-Zutaten. Und dann war es das eigentlich auch schon. Jo. Alle Zutaten, die man für einen großen, ungesunden Voodoo-Salat braucht. Voodoo-Salat. Und Voodoo-Matte. Oh. Frakturkarte. Da ist ein Bild eines bruchstückhaften Wissenschaftlers drauf. Das ist der... Oh, jetzt hat er die gleich in der Hand genommen. Das ist der Marquis. Hallo? Achso, habe ich die jetzt im Inventar? Ja. Und das hier? Darauf ist eine Frau zu sehen, die einen Fluch beschwört. Und? Ich sollte diese Karten wohl besser auf die Matte vor mir legen. Achso. Schon wieder rausgegangen. Das Bild eines unglaublich attraktiven Abenteurers, der auf dem Weg irgendwo hin ist. Wer das wohl ist. So. Oh Mann, ich gehe da mal raus. Was ist das hier? Ach, das ist die Kristallkugel. Voodoo-Klingel. Verhexe auf der Stelle. Hex mich. Wie das wohl funktioniert? Süß. Irgendetwas fehlt noch. Okay, ich kann mir schon vorstellen, was. Akteur. Aktion. Ziel. Das heißt, wir müssen praktisch auf zwei verschiedenen, also wir müssen wahrscheinlich zwei Karten legen und uns das Ziel auf die Klinge drücken und dann sollte der entsprechende Zauber sich erfüllen. Also, dass Tarotkarten so einfach ist, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Bedienungsanleitung. Ich hielt die Voodoo-Lady eigentlich nicht für vergesslich. Mal sehen. Für glühend heiße Voodoo-Action fülle die Steckplätze mit Tarotkarten. Steckplatz 1, derjenige, der handelt. Steckplatz 2, die vorgenommene Handlung. Steckplatz 3, derjenige, der die Handlung erhält. Ach so. So, wir haben einen Guybrush, wir haben einen Marquis de Saint und
Noch eine Karte, ich guck mir die nochmal an. Da ist ein Bild eines bruchstückhaften Wissenschaftlers drauf. Achso, das hat er, glaube ich, schon mal gesagt. Das ist der Marquis de Search. Darauf ist eine Frau zu sehen, die einen Fluch beschwört. Das könnte die Voodoo-Lady sein. Und Guybrush. Ups, was habe ich denn noch eigentlich da? Was ist das denn? Hühnerfußrückenkranz. Achso, das ist das Inventar der Voodoo-Lady. Klar, ich natürlich. Hoffe, es ist das, was ich denke und nicht das, was ich hoffe, dass es das nicht ist. Ein Sie Finger. Sieht vertraut aus, aber selbst der Finger im Wind hilft da nicht. Und eine Clubkarte. Das ist eine Cocktail-Serviette mit den Worten Juju Mama und Sesame. Aha, rätselhaft. Gut, das Ziel der Akteur. Bin ich immer überlegen. Also ich habe gedacht, das Ziel könnte da vielleicht irgendwie, weil wir müssen hier irgendwie rauskommen. So viel steht ja schon mal fest. Bruchstückkarte, Reisekarte. Soll das vielleicht Guybrush darstellen? Dass wir Guybrush praktisch hierher zaubern, ob das wohl hinhaut? Die Aktion ist ja das, ne? Das kann ja eigentlich gar nicht anders sein. Nee, Quatsch. Das ist ja... Moment, ich vermute, dass das dahin kommt. Und der dahin. Wir probieren mal. Kling, kling, kling. Hex mich. Ich bin gespannt, was passiert. Oh! was für ein schrecklicher Hosenzieher. Ich frage mich, woher das wohl wiederkam. Wir waren das nicht. Okay, das war lustig, aber falsch. Dann tauschen wir doch nochmal. Doch machen wir den anderen Platz. So. Kling, kling. Hex mich. Verflucht seien Sie, Guybrush Threepwood! Das war gar nicht so schlecht. Hä, was ist denn jetzt passiert? Woher weiß denn, dass wir das waren? Ist doch schwieriger, als ich gedacht habe. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, könnte ich mir vorstellen. Aber ist lustig. Eigentlich müsste man alles mal durchprobieren. Hä? Was ist jetzt? Wow, das war wie eine gewaltige, schnelle Fettabsaugung. Nicht, dass ich so etwas jemals gemacht hätte. Okay, das war nicht richtig. Nochmal. So kommen wir also wieder zurück. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Wir wollen ja eigentlich gar nicht zurück. So. Der Bruch, die Reise, der Fluch. Ich komme jetzt irgendwie gerade da... Ich glaube, ich bin einfach nur blöde. Ich komme damit einfach so jetzt gerade nicht klar. Also, was könnte es denn noch sein? Dann könnte man ja eigentlich noch das mal mit dem tauschen. Obwohl ich den auch schon so hatte. Wir machen nochmal so. Ich mag Otter. Sie sind so putzig. Können aber auch extrem bösartig werden. Sie sind im Meer die Wölfe in Schafspelz. Vielleicht sollte ich mich an die gentechnische Entwicklung von Kampfottern wagen. Was erzählt ihr da? Okay, das war auch nicht richtig. Oh Mann, das ist gar nicht so einfach. Dann tauschen wir nochmal die beiden. Oh, hatte ich das gerade auch schon so? Ja, ne? So rum. Hex, Hex. Das Zaubern ist doch gar nicht so einfach, wie ich das gedacht hätte. Ach so, verdammt. Ah, Mann. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Version ich schon ausprobiert habe und welche nicht. Ich kann auch irgendwie nicht logisch dran gehen, weil ich es nicht verstehe irgendwie. Wir wollen ja eigentlich in den Körper von Marquis de Search rein, oder nicht? Beziehungsweise zu dem hin, damit wir halt wissen... wie die Sprache der Seekühe funktioniert. Das heißt, das Ziel ist doch eigentlich das Synch. Jetzt ist nur noch die Frage. So rum vielleicht? Was hatte ich auch schon, oder?
Ja. Was für ein schrecklicher Hosenzieher. Ich frage mich, woher das wohl wiederkam. Tja, das ist jetzt die Frage. Also ich glaube, ich muss schon wieder Zettel und Stift in die Hand nehmen. Ich hoffe, dass mir diesmal nicht alles wieder hier runterfällt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich überlege noch erst nochmal. Also in der Kombination hatte ich das schon. Wenn ich diese Karte hier hinlege, dann komme ich aus dem Körper wieder raus, weil das wahrscheinlich das Ziel ist, den Tausch. Ich habe zuerst gedacht, das heißt praktisch, Geibersch verflucht Marquis. Aber das kann ja nicht hinhauen, weil das soll ja der Fluch sein, die Reise und der Bruch. Ich frage mich, ob die hier noch irgendwelche Hinweise darauf bieten, was wir überhaupt hier machen sollen. Also ich weiß, was ich machen soll, ich weiß bloß nicht richtig, wie ich da hinkommen soll. Ich könnte es nur noch im Ausschlussverfahren machen, weil ich verstehe es tatsächlich nicht. Hatte ich den schon ganz vorne? Wahrscheinlich komme ich jetzt wieder zurück. Verflucht seien Sie, Geibersch Tribut! Das war gar nicht so schlecht. Und wenn ich das ja einmal tausche? Hex, Hex! Oh nein, nicht mal wieder zurück teleportieren. Oh Mann, das ist doch alles Mist. Toll! Nochmal bitte. Oh. Er kriegt irgendwann noch Kopfschmerzen davon. Der Arme. Nur weil ich ihn immer hin und her schicke. Ich verstehe es nicht. So viele Möglichkeiten kann es doch eigentlich gar nicht geben. Der Akteur ist der, der die Aktion ausführt. Nee, wie war das denn nochmal? Für glühend heiße Voodoo-Action fülle die Steckplätze mit Tarotkarten. Steckplatz 1, derjenige, der handelt. Steckplatz 2, die vorgenommene Handlung. Steckplatz 3, derjenige, der die Handlung erhält. Ach so, das heißt, die Voodoo-Lady führt die Aktion vor, zaubert also den Bruch, also wahrscheinlich den Tausch wieder, mit Guybrush. So. Es ist echt nicht einfach. Frakturkarte, Fluchkarte, Reisekarte. Es ist echt nicht einfach. Ich verstehe es nicht. Ah, verdammt. So, also das hat... So rum hatte ich das schon mal. Wenn ich das so mache, tauschen die praktisch ihre Körper. So, wenn ich das aber so mache, dann kriegt das Cinch einen Hosenzieher. Bibidi babidi Busch. Richtig? Verflucht seien Sie, Geibersch Tribut! Nee, kein Hosenzieher, aber er ärgert sich. Warum auch immer. Das war gar nicht so schlecht. Ich habe das Gefühl, dass ich so dicht dran bin, aber ich verstehe es nicht, was jetzt der Fehler ist. Muss ich noch irgendwas machen? Ah, ah. Das glaube ich nicht. Nö. Nö. Kann ich eine Karte rausnehmen? Und dann stattdessen die hinlegen? Geht das? Ups. Ich glaube, dieser Platz ist nur für Tarotkarten. Das... Ich würde Nord Treblick nicht verärgern wollen. Warum nicht? Wer ist das? Kann ich die rankleben? Vermutlich auch nicht, ne? Oh, falsch. Nope. Ein menschlicher Finger. Absolut normal. Ich glaube... Das ist nur für Tarotkarten, sagte er. Nee. So, damit muss ich aber... Muss ich noch irgendwas holen? Nein. Schädel? Das glaube ich nicht. Teilkugel? Nö. Ich glaube das nicht, dass ich hier festsitze. Nee.
Nein. Nein. Nö. Nein. Nö. Nein. 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 Nö. Ach, Mensch. Und dann Finger rein? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nö. Nö. Nein. Tja, das ist eine gute Frage. Ja, so kriegt er den Hosenzieher. Was für ein schrecklicher Hosenzieher. Ja, ich weiß, das haben wir jetzt schon. Das ist echt eigentlich noch lustig, aber irgendwann fängt es nachher an zu nerven. Und so rum? Jetzt tauschen wir wieder, richtig? Die Wissenschaft macht mich so hungrig. Was gibt's denn zum Mittagessen? Vielleicht die Vichyssoise. Vichyssoise? Deswegen hast, das passt dir die Faust aufs Auge, dass Guybrush das überhaupt nicht leiden kann. Und einmal das hier. Das ist dann bestimmt wieder ein Hosenzieher. Das hatte ich, glaube ich, schon mal, ne? Oh Mann, ich komme nicht voran. Ja. Was für ein schrecklicher Hosenzieher. Ich frage mich, woher das wohl wiederkam. Ja, wie geht's? Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, ich habe gedacht, jetzt geht's so schön weiter und jetzt mache ich nur Quatsch. Okay, hilft alles nichts. Ich muss eine Unterbrechung machen, weil sonst hänge ich hier noch 30 Minuten, probiere alles Mögliche und es klappt nicht. Ich muss mal ein bisschen hinprobieren und komme dann einfach gleich nochmal wieder. Bis gleich. So, und da bin ich wieder zurück. Ich hab's rausgekriegt. Oh, jetzt muss ich mein Mauspad nochmal richtig hinlegen. Schwupp. So, ich habe mir jetzt eine Liste fertig gemacht. Da habe ich einfach nach dem Ausschlussverfahren eigentlich jede denkliche Möglichkeit ausprobiert. Und dann war zum Schluss eine dabei. So, jetzt. Die hat dann richtig funktioniert. Und zwar... Zup, ich habe natürlich hier die Karte noch nicht... Ich habe nämlich nochmal neu geladen. Ich habe, es kommt danach sofort eine Zwischensequenz. Die habe ich natürlich abgebrochen. Um mich natürlich auch selber nicht zu spoilern. So. Dann fangen wir mal an. Also es fängt an mit Bruch. Zack, Bruch. Dann kommt Reise. Und dann kommt Voodoo Lady. Also der Fluch. Hintergrund, also ich kann mir vorstellen, warum das ist. Ich habe zuerst gedacht, dass wir mit dem Marquis tauschen oder zu dem Marquis hin sollen. Das ist aber gar nicht so. Wir versuchen den Marquis hier zu uns zu kommen, hier zu uns zu locken, dass er praktisch bei uns hier auftaucht. Also holen wir den Marquis hier zur Voodoo Lady. Ich vermute und hoffe, das ist die richtige Erklärung. Und dann würde ich sagen, bipidi, bapidi, Hexe auf der Stelle. Wie das wohl funktioniert. Komm herein. Herein. Tritt ein in meine mystische Voodoo-Höhle.